Bremsflüssigkeit wechseln und entlüften mit einer Flasche. Beachten Sie den Entlüftungsablauf, der vom Hersteller empfohlen wird. Bei einem Peugeot 206 wird die Entlüftung in dieser Reihenfolge durchgeführt. Zuerst das linke Vorderrad, dann das rechte Vorderrad, dann das linke Hinterrad und zum Schluss das rechte Hinterrad. Bei einer kompletten Spülung der Bremsflüssigkeit soll die verunreinigte Bremsflüssigkeit, die im Hauptzylinderbehälter enthalten ist, entleert werden. Dieser Vorgang ist nicht für eine einfache Entlüftung erforderlich. Füllen Sie den Reservoir mit der neuen Bremsflüssigkeit. Entlüften Sie das linke Vorderrad. Entfernen Sie die Schutzkappe. Setzen Sie einen Schlüssel an der Entlüftungsschraube an. Schließen Sie einen Schlauch an die Entlüftungsschraube an, zum Beispiel einen Schlauch von der Scheibenwaschanlage. Die Verbindung muss vollständig versiegelt werden. Falls es notwendig ist, befestigen Sie den Schlauch mit Risslern. Nehmen Sie eine 25 cm Flasche zur Entlüftungsschraube. Leeren Sie 2 bis 3 cm Bremsflüssigkeit in die Flasche. Tauchen Sie das andere Ende des Schlauches bis zum Boden der Flasche. Die Bremsflüssigkeit an der Unterseite der Flasche verhindert, dass die Luft durch das Rohr zurückkommt, wenn eine Entlüftung durchgeführt wird. Treten Sie 3 bis 4 Mal auf das Bremspedal. Drehen Sie die Entlüftungsschraube um eine Vierteldrehung auf. Bewegen Sie einige Male das Bremspedal ganz leicht durch zu einem Drittel des Bremspedalswegs. Steigen Sie nicht mehr als ein Drittel des Bremspedalswegs auf das Pedal. Sonst könnten die Dichtungen des Hauptbremszylinders beschädigt werden, wenn Sie das Pedal ganz nach unten drücken. Sie können einen Block unter das Pedal legen, um sicher zu sein, dass ein Drittel des Bremspedalweges nicht überschritten wird. Nachfüllen Sie regelmäßig Bremsflüssigkeit im Tank. Achten Sie darauf, dass niemals Luft in den Hauptzylinder kommt. Die Entlüftungsschraube festziehen. Bei einer einfachen Entlüftung beenden Sie den Vorgang, wenn es keine Blasen mehr in der Leitung gibt. Bei einer kompletten Spülung der Bremsflüssigkeit lassen Sie 60-100 ml Flüssigkeit in die Flasche tropfen.
Rad einbauen. Entlüften Sie das rechte Vorderrad. Entfernen Sie die Schutzkappe. Setzen Sie einen Schlüssel an der Entlüftungsschraube an. Schließen Sie den Schlauch an die Entlüftungsschraube an. Tauchen Sie das Schläuche bis zum Boden der Flasche. Drehen Sie die Entlüftungsschraube um eine Vierteldrehung auf. Bewegen Sie einige Male das Bremspedal durch zu einem Drittel des Bremspedalswegs. Nachfüllen Sie die Bremsflüssigkeit. Die Entlüftungsschraube festziehen. Die Schutzkappe einbauen. Entlüften Sie das linke Hinterrad. Machen Sie das gleiche Verfahren für die Hinterräder. Es ist möglich, dass die Durchmesser der hinteren Entlüftungsschrauben unterschiedlich mit denen der vorderen sind. Deswegen müssen Sie auch den jeweils geeigneten Schlauchdurchmesser verwenden. Entlüften Sie das rechte Hinterrad.
Nach der Blutung, überprüfen Sie die Bremse durch Bewegung des Pedals, welche sollte fest sein. Wenn nicht, wiederholen Sie den Entlüftungsvorgang, um die Luft komplett aus dem Bremssystem zu entfernen. Machen Sie immer einen Bremstest nach der Entlüftung, bevor Sie auf die Straße fahren, denn wenn Luft in der Bremsanlage ist, kann dies tödlich sein.